Als deutscher Generalimporteur für Boeri Sturzhelme, Dainese Leder, Rai Rennstiefel und Axo Tourenstiefel versteht sich die Rallye Sport Motorsport Handels GmbH als der bedeutendste Sponsor des deutschen Motorradsports. Seit nunmehr 10 Jahren unterstützt Rallye Sport deutsche Motorradpiloten aus verschiedenen Disziplinen. Straßenrennsport, Speedway, Sandbahn, Gelände und Motocross. Allein in der Saison 1981 machte Rallye Sport rund 1 Million Mark für den deutschen Motorradsport flüssig. Wobei wir erstmals gleich 2 amtierende Weltmeister unter unsere Fittiche nehmen konnten. Toni Mang, den inzwischen dreifachen Straßenweltmeister, und Sandbahn-Champion Karl Mayer, bei dem es allerdings 1981 nicht so lief, wie er es sich vorstellte. Außerdem unterstützte Rallye Sport 1981 direkt oder indirekt 158 nationale und internationale Rennfahrer, unter ihnen Barry Sheen und Kenny Roberts. Bei diesen Bildern sieht man, wie wichtig eine gute Ausrüstung für die Fahrer sein kann. Motocross ist zweifelsohne die härteste Disziplin des Motorradsports. Crossfahrer sind außer Grand Prix-Piloten auch noch Schwerathleten. Mit ihren 750 Kubikzentimeter Maschinen, die ungefähr 90 PS leisten und ein Gewicht von 3 Zentnern aufweisen, jagen sie um die Strecken der Welt. Bewundernswert sind dabei immer wieder die akrobatischen Leistungen der Beifahrer. Beim Motocross geht es oft sehr spektakulär zu, aber die Fahrer sind mit ihrer Spezialausrüstung gut geschützt. Daher kommt es selten zu schweren Verletzungen. Unglaubliches leisten diese Männer. 30 Minuten vollste Konzentration. Jeder Handgriff des Beifahrers muss mit der Fahrweise seines Kollegen übereinstimmen, damit das Gespann nicht aus dem Gleichgewicht kommt. Start Nummer 1, die Weltmeister von 1980, Böhler und Müller mit ihrer Yamaha. Die internationalen Rennen sind immer gut besucht und die Zuschauerzahlen steigen ständig, da man viel Action und Kampfgeist beobachten kann. Außerdem dominieren hier noch die Viertakter. Wieder Start Nummer 1, Böhler Müller, auf Siegesfahrt. 1981 schafften sie nur den 5. Platz in der Weltmeisterschaft. Motorradrennfahrer müssen außer den vorher genannten Fähigkeiten auch noch ein beachtliches technisches Wissen besitzen. Gerade beim Motocross, wo die Maschinen am härtesten beansprucht werden, muss der Fahrer oft selbst Hand anlegen, damit er beim zweiten Lauf wieder starten kann. Start in Zeitlupe.
Firma Rallye Sport ist auch im Motocross zu Hause. Das Kurzracing-Team mit Grula, Thomann und Diepold ist mit Dainese Leder ausgerüstet. Bei diesen internationalen Rennen siegte Thomann vom Kurz-Racing-Team vor Drechsel und Diefenbach. Beim Bahnsport sind Gespanne immer noch gern gesehen. Hier ein Nachwuchsrennen in Haunstetten bei Augsburg. Bei diesen Sandbahngespannen hat es der Beifahrer etwas leichter als seine Motocross-Kollegen. Denn es geht nur immer links um die Kurven. Das soll nicht heißen, dass diese Sportler weniger leisten müssen. Ganz im Gegenteil. Es gehört schon eine ganze Menge Kraft und Mut dazu, mit diesen Spezialmaschinen, die auch 70 bis 80 PS auf die Hinterachse bringen und stets das Bestreben haben, nach außen auszubrechen, in der Spur zu halten. Oft sausen sie mit wenigen Zentimetern Abstand an der Bande entlang. Selbst diese drei Runden auf der 1000-Meter-Bahn können für die Fahrer zur Ewigkeit werden. Höchstes Ziel eines Sand- und Grasbahngespannteams ist die Europameisterschaft, die 1981 von dem Ehepaar Rosamunde und Michael Datzmann gewonnen wurde. Beim Straßenrennsport ging die Entwicklung der Gespanne eine ganz andere Richtung. Man muss schon genau hinschauen, wenn man da noch etwas von einem herkömmlichen Motorrad erkennen will. Die Maschinen sind niedriger und leichter geworden. Die Reifen könnten von einem Formel-1-Rennwagen stammen. Die Piloten jagen kniend auf ihren Maschinen um den Kurs. Hier die jungen Weltmeister von 1980, Taylor Johansen und Schwärzel Huber. Diese wassergekühlten Vierzylindermotoren haben ungefähr 130 PS und erreichen Höchstgeschwindigkeiten von 250 Stundenkilometern und mehr. ...1980 war die schottisch-schwedische Paarung Jock Taylor und Bengt Göran Johansen Weltmeister in dieser Kategorie. ...1981 holten Rolf Bieland und Kurt Waltisberg den WM-Titel zum dritten Mal in die Schweiz. Hier
die drei Erstplatzierten bei der Siegerehrung. Glück hatte 1981 der Schweizer Vize-Weltmeister Stefan Dörflinger, der ebenfalls von der Firma Rallye Sport unterstützt wird. Mit seiner 125 Kubikzentimeter Maschine fiel er gleich beim zweiten WM-Lauf in Salzburg mit Motorschaden aus. Das Rallye-Sportteam als kritischer Beobachter. Zur 14. Runde lag Stefan Dörflinger auf dem 6. Platz. Dann musste er aufgeben. Einen Start-Zielsieg fuhr der Spanier Angel Nieto heraus. Zweiter wurde der Italiener Loris Reggiani. Den 3. Platz belegte Pier Paolo Bianchi. Eine Woche später auf dem Hockenheimring beim Großen Preis von Deutschland. Stefan Dörflinger konnte das 50 Kubikzentimeter Rennen unangefochten gewinnen und die WM-Führung übernehmen. Zweiter wurde Hans Hummel aus Österreich. Den 3. Platz belegte der Deutsche Rainer Kunz. Der Schweizer Stefan Dörflinger fährt unter dem Beifall der Zuschauer als erster ins Motodrom ein. Hier die strahlenden Sieger. Das 125 Kubikzentimeter Rennen war dann wieder, wie eine Woche vorher in Salzburg, eine klare Angelegenheit für den Spanier Angel Nieto. Aber Stefan Dörflinger war ihm hart auf den Fersen und wurde Zweiter. Den 3. Platz erkämpfte sich sein Landsmann Hans Müller. Auch die leichten Klassen 50 und 125 Kubikzentimeter sind im Straßenrennsport heiß umkämpft. Im holländischen Assen kam für Stefan Dörflinger das Aus für 1981. Als ob es Ricardo Tormo ahnte. Er überholte Dörflinger
und verabschiedete sich auch gleich. Zwei Runden später stürzte Dörflinger und brach sich den Unterarm. Aus war der Traum von der Weltmeisterschaft. Der Spanier Ricardo Tormo holte sich den WM-Titel 1981 zum zweiten Mal. Der Sandbahn-Champion Karl Mayer hatte zwar 1981 das Glück nicht gerade auf seiner Seite. Vilshofen, 24. Mai 1981. Sandbahn-Weltmeisterschaftsvorlauf. Fahrerbegrüßung. Start Nummer 7, der spätere Weltmeister Michael Lee aus England neben Karl Mayer, der zu diesem Zeitpunkt noch amtierender Weltmeister war. Die Rennen wurden gestartet und Karl Mayer fuhr an diesem Tag allen auf und davon. Er siegte vor Michael Lee und Egon Müller. Das größte Speedway-Spektakel in Deutschland fand vor ausverkauftem Haus in Olching am 16. August statt. Weltmeisterschaftsteamfinale mit Dänemark, England, der UdSSR und Deutschland. Die deutsche Mannschaft bestand aus Karl Mayer, Egon Müller, Georg Hack, Georg Gilgenreiner und dem Ersatzfahrer Alois Wiesböck. Karl Mayer hier im dritten Lauf mit Erik Gundersen, Dänemark, Michael Starostin, UdSSR und John Davies, England. Karl Mayer war neben Egon Müller bester deutscher Fahrer. Hier erkämpft er sich den zweiten Platz und holt zwei weitere Punkte für Deutschland. Es war das erste Mal in der 20-jährigen Speedway-Mannschafts-WM, dass sich eine deutsche Mannschaft bis ins Finale durchkämpfte. Den 16. und letzten Lauf gewann Karl Mayer vor Dave Jessop aus England.
Den WM-Titel holten sich die Dänen vor England. Sensationell an dritter Stelle mit nur einem Punkt Rückstand die Deutschen. Die UdSSR landete abgeschlagen auf dem vierten Rang. Die Dänen. Die Engländer. Und die Deutschen. Wie wichtig eine gute Ausrüstung auch beim Bahnsport ist, zeigen die folgenden Bilder. Wieder zurück zum Straßenrennsport. Interessant waren 1981 die Klassen 250 und 350 Kubikzentimeter. Hier Walter Hoffmann. Er war 1980 deutscher Meister in der 350er-Klasse. Auch er gehört, wie Karl Mayer, zum Rallye-Sportteam. Anton Mang war 1981 bei allen Grand Prix-Rennen der Welt der absolute Star. Presse, Fernsehen und die vielen Autogrammjäger ließen ihn nicht aus dem Auge. Die Firma Rallye-Sport verweist mit Stolz auf die Tatsache, dass sie Toni Mang schon bei seinen ersten Gehversuchen in der Motorrad-WM tatkräftig unterstützt hat. Der Weltmeister verwendet und testet seit Jahren alle Produkte der Firma und erweist sich bei der Weiterentwicklung und beim Ausprobieren neuer Materialien als überaus hilfreich. Zum Beispiel testete Toni Mang als erster Fahrer die neuen Knieprotektoren, die das Durchscheuern der Dainese-Kombi am Knie verhindern sollen. Man kann die Knieschützer, wenn sie abgeschliffen sind, auswechseln. Ab 1982 sind diese Dainese-Kombis im Fachhandel erhältlich. Toni Mang errang 1981 15 Grand Prix-Siege, zweimal war er Zweiter und einmal stand er als Dritter auf dem Siegerpodest.
1981 waren einige Millionen Zuschauer begeistert von der sauberen und gleichmäßigen Fahrweise des Doppelweltmeisters aus Inning am Ammersee, der mit seinem Freund und Mechaniker Sepp Schlögl dem deutschen Motorradrennsport in der ganzen Welt neue Impulse verlieh. Kubikzentimeter, die Königsklasse des Motorradrennsports. Unglaublich stark sind heute diese wassergekühlten Vierzylinder-Zweitaktmotoren. 130 PS und 300 Stundenkilometer Spitzengeschwindigkeit sind selbstverständlich bei diesen rassigen Maschinen. Die großen Stars dieser Klasse sind Marco Lucchinelli und Berdichin, der hier mit seiner Yamaha auf dem Salzburgring trainiert. Kirk Bellington und Kenny Roberts, der Star aus Amerika. Er war bereits dreimal Weltmeister in dieser Klasse. Die berühmten Mechaniker Kel Carras und Nobby Clark betreuen seine Yamaha-Maschinen. In Salzburg hatte Roberts Pech. Er stürzte beim Training. Seine Maschine wurde stark beschädigt. Trotzdem, er hatte großes Glück im Unglück. Bei diesem gefährlich aussehenden Sturz trug er nur Hautabschürfungen an der Hand davon. Somit war das Samstagstraining für Kenny Roberts vorzeitig beendet. In seinem flotten Dainese-Anzug machte er sich zu Fuß auf den Weg ins Fahrerlager. Auch Randy Memola stürzte am Vortag bei hoher Geschwindigkeit und trug Handverletzungen davon. Graziano Rossi, Volksschullehrer aus Italien. Immer zu Späßen aufgelegt. Dann Sonntag, 26. April 1981, Startaufstellung. Graeme Geddes, Australien. Berdichin, England. Kenny Roberts, USA.
Kirk Ballington, Südafrika. Will Hartog, Holland. Der Japaner Hiroyuki Kawasaki auf Suzuki. Christian Saron, Frankreich. Der Start in Zeitlupe. Der Neuseeländer Graham Crosby übernimmt die Führung, gefolgt von Kirk Ballington und Kenny Roberts. In der dritten Runde setzt sich der Italiener Marco Lucchinelli an die Spitze. Hinter ihm kämpfen Crosby, Roberts und Sheen um die Plätze. Das war der Auftakt zur Weltmeisterschaft 1981 der 500 Kubikzentimeter Klasse. Außer Morbidelli waren alle vier großen japanischen Marken am Start. Kawasaki, Honda, Suzuki und Yamaha. Auf Suzuki mit der Startnummer 4, Graham Crosby, Neuseeland. Startnummer 2, Franco Uncini, Italien. Und 49, Gianni Pelletier, Italien. Startnummer 22, Gustav Reiner, Deutschland, Yamaha. Jon Eckerold, Südafrika, ebenfalls Yamaha. Startnummer 8, Will Hartog, Holland, Suzuki. Nummer 20, Sergio Pellandini, Schweiz. Die 34, Graeme Geddes, Australien, auf Yamaha. Startnummer 12, Kirk Ballington, Südafrika, auf Kawasaki. 10, der Japaner Takatsumi Katayama mit der Viertakt-Honda. Mit der 42 der Österreicher Fritz Kerschbaumer mit seiner Yamaha. Startnummer 20, noch einmal der Schweizer Sergio Pellandini. Und mit der 48 der Franzose Christian Saron auf Yamaha. Es siegte mit der Startnummer 3 Randy Memola aus den USA. Zweiter wurde mit der Startnummer 4 Graham Crosby. Und als Dritter überfuhr Hiroyuki Kawasaki die Ziellinie. Barry Sheen blieb nur der vierte Platz. Und Kenny Roberts musste in der 13. Runde aufgeben. Der große Sieger von Salzburg war Randy Memola aus den USA. Graeme Crosby aus Neuseeland war der glückliche Zweite. Zufrieden mit seinem dritten Platz war der Japaner Hiroyuki Kawasaki auf Suzuki. Eine Woche später, am 3. Mai, beim Großen Preis von Deutschland, waren alle wieder dabei. Hier Graziano Rossi
mit seiner Morbidelli. Zum Vergleich die Viertakt-Honda von Katayama. Ein Vierzylinder-V-Motor mit Drehschieber, also keine Ventile. Denn die hätten die 22.000 Umdrehungen pro Minute nicht überlebt. ...1979 kam diese Maschine in Silverstone zum ersten Mal zum Einsatz. Trotz großer Anstrengungen gelang es den Honda-Ingenieuren nicht, diese Maschine konkurrenzfähig zu machen. Das war 1979. Katayama konnte mit dieser Honda keinen einzigen WM-Punkt kassieren. Eigentlich schade. Doch zurück auf den Hockenheimring, 1981. Auch die neue Kawasaki, die der vierfache Weltmeister Kirk Bellington fährt, entsprach nicht ganz den Erwartungen. Wieder Start in Zeitlupe. Kenny Roberts kommt am besten weg. Erste Runde. Roberts, Crosby, Memola, Middleburg und Lucchinelli. Mit der Startnummer 18 Michel Fucci, dann Jack Middleburg und Berishin. Kenny Roberts siegte auf dem Hockenheimring vor seinem Landsmann Randy Memola und dem Italiener Marco Lucchinelli. Thank you.
Bei der Siegerehrung wird Memmola schmerzhaft an seinen Salzburger Sturz erinnert. Am 31. Mai 1981 gab sich der Grand Prix-Zirkus im jugoslawischen Rijeka ein Stelldichein. Berishin, Graziano Rossi, Boot van Dulmen und King Kenny mit seiner hochdekorierten Dainese-Kombi. Der zweite Amerikaner war wieder Randy Memmola. Und am Sonnenschirm Crame Crosby. Der sympathische Italiener Marco Lucchinelli fährt seine Grand Prix-Rennen nur mit Krawatte. Es gab einen heißen Kampf zwischen Memmola, Lucchinelli, Roberts, Crosby und Sheen. Der Franzose Marc Fontan stürzte. Seine Maschine fing Feuer. Die Streckenposten brauchten einige Zeit, um zu löschen. Letzte Runde. Memmola, Roberts, Lucchinelli, Sheen und Crosby. Memmola siegte vor Lucchinelli und Roberts. Somit führt Randy Memmola mit 54 Punkten die Weltmeisterschaft an. Kenny Roberts lag nach dem jugoslawischen Grand Prix mit 46 Punkten noch auf Platz 2. Aber Marco Lucchinelli folgte schon mit 43 Punkten auf Rang 3. So hart und trotzdem fair wurde schon lange nicht mehr in dieser Königsklasse um WM-Punkte gekämpft wie in der Saison 81. Am 27. Juni ging's in Assen weiter. Die Holländer sind ein begeistertes Publikum. Eine ganze Woche lang wird dort dieses Ereignis gefeiert. Im Training war Kenny Roberts noch gut dabei. Doch am Samstag blieb er am Start stehen. Bei der Aufwärmrunde blockierten die Bremsbacken. Die Holländer freuten sich. Die Chancen ihrer Fahrer waren nicht unerheblich gestiegen. Unter dem Jubel einheimischer Zuschauer führte Boot van Dulmen vor Marco Lucchinelli. Ein von den letzten Bussen von Marco Lucchinelli.
Katayama noch an 10. Stelle. Dann aber setzte sich Marco Lucchinelli an die Spitze und gewann vor Boot van Dulmen und Kurt Bellingen. Randy Memmola stürzte und musste somit seine WM-Führung an Marco Lucchinelli abgeben. Der Holländer Will Hartog sagte dem Rennsport AD und verabschiedete sich von seinem Publikum. Der Sieger mit Krawatte. Middelburg war zweitbester Holländer, auf Platz 5. Barry Sheen, der dreifache Weltmeister aus England. Gianni Pelletier aus Italien. Gianni Rolando mit Rehstiefeln und Dainese-Kombi. Der nächste Italiener im Dainese-Kombi, Franco Uncini. Bueri Helm und Dainese-Leder, eine gute Kombination. Der Japaner Sadao Asami. Das war am 12. Juli 1981 in Imola beim Grand Prix von San Marino. Herrliches Wetter und 180.000 Zuschauer bildeten eine imposante Kulisse. Sensation gab es schon in der zweiten Runde. Barry Sheen übernahm das Kommando, gefolgt von Graeme Crosby und Marco Lucchinelli. Uncini stürzte, blieb aber unverletzt. Sheen in Zeitlupe. Crosby verfolgt ihn mit einem Wheelie. Memmola auf Platz 4. Auch er zeigt, was er kann. Barry Sheen führte bis zur 14. Runde. Dann musste er Marco Lucchinelli vorbeilassen. Die Italiener tobten. Hier Lucchinelli und Memmola beim Überrunden. Kirk Bellington landete auf dem 5. Platz. Crosby kam ins Schleudern. Das Rennen wurde in der 21. Runde wegen eines Gewitters abgebrochen. Sieger wurde Marco Lucchinelli vor Barry Sheen und Graeme Crosby.
In Silverstone am 2. August gab es wieder einen erbitterten Kampf um den ersten Platz. Die beiden Amerikaner Roberts und Memmola führten das Rennen an. Crosby stürzte, Lucchinelli und Sheen wurden mit in diesen Sturz verwickelt. So konnte überraschend Jack Middleburg gewinnen. Zweiter wurde Kenny Roberts und Dritter Randy Memmola. Unter diesen vier Fahrern ging der erbitterte Kampf in Finnland und Schweden weiter. Weltmeister 1981 wurde dann doch der Italiener Marco Lucchinelli. So zieht der Grand Prix-Zirkus alljährlich um die Welt. Und mit ihm hunderttausende begeisterter Fans mit ihren schweren Maschinen. Der Rausch der Geschwindigkeit hat sie alle erfasst. Jeder würde gern für ein paar Minuten der große King Kenny oder Marco Lucchinelli sein. Aber der Weg zum Weltmeister ist hart und beschwerlich. Nur wenige schaffen es. Viele geben es nach einigen Versuchen wieder auf. Doch man muss diese Idealisten trotzdem bewundern, wie sie ihre ganze Freizeit und den letzten Pfennig für diesen faszinierenden Sport opfern. Gerd Bender zum Beispiel kann davon ein Lied singen. Auf dem Hockenheimring hatte er die deutsche Meisterschaft schon vor Augen, als er von dem stürzenden Stefan Jansen mitgerissen wurde. Die Bilder sprechen für sich. Thank you.
Das waren einige Ausschnitte vom Renngeschehen 1981. Die Firma Rallye Sport aus Garmisch-Partenkirchen wird weiterhin diesen Sport unterstützen und dadurch immer die optimale Motorradausrüstung auf den Markt bringen.